das Bild vom Garten. Max, you get one kiss and now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Auch wenn es natürlich vielleicht gerade mal 2 Minuten her sind, ist es einfach so schön, wieder hier zu sein und wieder Chloes altes Zimmer zu sehen und auch die Musik zu hören. Einfach mal für eine Minute vergessen, dass wir uns eigentlich in einer nicht so guten Situation befinden und einfach mal den Tornado und die ganze Rachel Amber Sache und einfach alles mal für eine Sekunde zu verdrängen und einfach nur genießen, wieder hier zu sein mit Chloe. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Und wir haben jetzt scheinbar angefangen, irgendwas hier zu investigaten, weil wir sehen schon die ganzen Akten, die wir bisher zusammengesammelt haben. Hier Nathans Akte, da unten die Zeichnung, Rachel Amber, der Darkroom und natürlich auch alles von Rachel und David. Ich schaue mich nur noch mal kurz um. Aha. That's my Chloe. The Bad Girl's Guide to Guns. Nice. Sieht auch cool aus, das Cover. So, wenn ich Max wäre. Ich weiß, die ist eher so der nostalgische Typ hier mit ihrer Polaroid-Kamera oder mit ihrer Analog-Kamera. Wenn ich sie wäre, hätte ich mir schon längst so eine richtig teure Digitalkamera geholt und damit irgendwie Porträtshoots von Chloe gemacht. Ah, jetzt haben wir das Foto für unser Album, was wir nicht in der alternativen Realität bekommen konnten, weil wir es hier machen müssen. So, schauen wir mal nach. Yep, das ist aber auch ein süßes Foto. Ach ja, ich wünschte gerade einfach, das wäre einfach nur so ein Simulatorspiel und ich könnte hier einfach nur im Kreis rumlaufen und mich mit Chloe sozialisieren. So viel Zeug zum Anschauen. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Das ist dafür ein Magazin, sieht aus wie der Mad Hatter von Alice in Wonderland. Oder wie Joey the Anime Man. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. Ooh, okay. The Great Northwest, Penn Estates, the Prescotts, Fluch oder Segen von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Acadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie. Aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Oddern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts erst, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ist ja auch mal schön zu hören, dass jemand, Craig Kennedy, einer von den Reportern, die Eier hat, mal auch zu kritisieren, was die Prescotts hier machen, auch wenn ihnen natürlich irgendwie ganz Acadia Bay gehört. Schönes Poster von Tom Kaulitz an dieser Stelle. Tokyo Hotel lässt grüßen. I'm so sorry, William.
It's not fair, you had to die twice. Sowas ist... Ich würde gerade sagen, sowas ist nie fair, aber sowas kommt jetzt nicht so häufig vor. Portemonnaie. This butterfly photo seems like a million years ago. Ist echt so. How much time have I altered since? Auch wenn es irgendwie in der Ingame-Zeit vielleicht gerade mal 4 Tage her ist. Was haben wir hier? Oh, die Schneekugel. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Die haben wir auch in Chloes Zimmer vorhin gesehen, also in ihrem Garagenzimmer. Dann, man sieht schon, die haben hier sehr viel gemacht, weil sie die ganze Nacht lang irgendwie Beweise zusammengesucht haben. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Oh ja, Kaffee, geil. Kaffee ist immer nice. Yes, Chloe Price was here. Das ist jetzt nicht so nice, aber jedem das seine. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Ob das eine gute Idee wäre, das anzusprechen. Getting lost in all this shit. Ich glaube eher nicht. Was macht sie da? Alles klar, dann schauen wir uns mal unser Brett an. So close, yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Jetzt so natürlich im Nachhinein, wenn wir besser wissen. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Ja, wir haben schon genug in der Zeit rumgespült, ist okay. Ich wollte nur sagen, jetzt wo wir natürlich das mit dem Geld gesehen haben in dem Brief, oh no. Schon wieder. That poor little bird has been trapped in here. Wäre es natürlich besser, wenn wir trotzdem das Geld gestohlen hätten aus der Schule. Dann hätten wir wenigstens die Frank-Probleme beseitigt. Auch wenn ich ihn eigentlich eh nicht als so üblen Kerl einstufe. Kann ich irgendwie ein Fenster aufmachen? Warte mal, das ist Strom sparen. Ich will ja nicht, dass die Prices noch mehr Geldsorgen haben. Den Fenster öffnen. Komm raus. Wehe, du fliegst jetzt irgendwie wieder ins Badezimmer. Fly, be free. Schön. This actual life cons. Willst du mich verarschen? Kann ich das Fenster wieder zumachen? So. Ich hoffe mal, die einzige Konsequenz war jetzt, dass der Vogel eben nicht tot ist. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ja, das kann ich so bestätigen. Dann lass mal runtergehen und suchen. Ach, da ist er ja schon. Stimmt, die hatten ja einen riesen Streit, wo wir nicht gerade ganz unbeteiligt waren dran. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark.
Jetzt tut er natürlich doch leid, weil abgesehen von den ganzen Seiten, die wir hier, also seine Control-Freak-Seite, seine Seite in der Arbeit, was wir von ihm gesehen haben, hat er natürlich auch noch privat wahrscheinlich eine softere Seite, weswegen Joyce ihn ja auch geliebt hat. Aber er hat natürlich einige Grenzen überschritten. Das mit der Spionage und dann nicht mal Joyce irgendwas davon zu erzählen, geht halt gar nicht. Und als Max irgendwie sagt, I never tried to hurt you, hatte ich erstmal einen Ohrwurm von einem bestimmten Lied aus Life is Strange 2. I never meant to hurt you. Wo waren wir denn stehen geblieben? So. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Wer ist das? Ach so. Ouch, Warren, der Verwundete. Ein B- tut weh, weil wir seine Note nicht geändert haben am Chemietest. Ich wünschte, ich hätte dir helfen können, aber ich dachte, die Wissenschaft blendet dich. In diesem Fall, ja, meine Eltern werden durchdrehen. Wegen der 2-, chillax, Bruder. Yo, Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß, also verstehe ich's. Oh, Chloe hat dir ernsthaft getextet? Hat sie ja gesagt nach dem Kuss, now I can text Warren, he doesn't stand a chance. Unless he's into some girl-on-girl-on-girl action. Ja, ich kenne das ganze Spiel auswendig, sorry. Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Oh Gott. Er will ja mit uns ins Kino. Außer du wirst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrage ich nicht. Cool, muss los. Bis dann. Wäre auch mal interessant, die alle zusammen zu sehen. So Chloe und Warren. Wie das miteinander aussehen würde. Ich schaue mich nochmal kurz hier unten um, bevor ich... Vielleicht können wir noch mit Joyce reden. Bevor ich in die Garage gehe. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Und dabei war er da wahrscheinlich noch nicht mal hier. Ich habe die Polaroid-Bilder habe ich noch nie gesehen daneben. Ist das Chloe? Ich dachte gerade, das wäre ich auf diesem Bild. Aber ist das Chloe und Rachel daneben? Die grauen Streifen da. Auf dem einen Bild hat sie irgendwie die Hände vor dem Gesicht. Kann man ganz schlecht erkennen. Wahrscheinlich irgendwelche echten Bilder, wo die Entwickler ein paar Filter drauf geklatscht haben. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Das mit den Beached Angels war ja auch die Überschrift in einem Artikel, den wir gelesen haben, glaube ich. Looks like they're back on the road to Paris. Tja, in der anderen Realität haben sie es ja nach Paris geschafft. Ouch. David, ich will dich hier nicht sehen, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich meine es ernst. Joyce Price. Uff. Was ich vorhin noch daran gedacht habe, als Did I actually cause that clock to stop? Ich glaube, die ist einfach nur kaputt. Ah, das ist mir nie aufgefallen. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Die Szene habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe auch nie gesehen, dass hier eine Uhr hängt. Wieso habe ich jetzt davon kein Distraction will have consequences bekommen? Ich hoffe, es wird mal vermerkt am Ende, dass ich schlau genug war, um diese Uhr zu sehen. Oh Gott, die toten Vögel. Nee, was ich sagen wollte, ist, das mit dem Rachel in the dark room, also in der Dunkelkammer. Die Dunkelkammer kann natürlich... Ich dachte gerade, ich hätte so ein Fotogeräusch gehört. Hilfe, jetzt werde ich schon paranoid. Das ist einfach nur die Autos hier, okay. Die Dunkelkammer, damit kann natürlich alles gemeint sein, aber es gibt natürlich auch die Kammer zum Fotos entwickeln von der Polaroid-Kamera. Nur gerade noch so im Kopf gehabt. Birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Weil ich gestern Little Fires Everywhere geschaut habe und da gab es auch eine Dunkelkammer. Und man kennt es natürlich auch aus 13 Reasons Why. William never finished painting that wall. Frag mich auch, warum David das nie gemacht hat. Hätte er machen können. So ein bisschen Mühe ins Haus reinstecken, also ist ja nicht zu viel verlangt. War ja genauso, also jetzt natürlich nicht mehr, aber war ja genauso gut sein Zuhause. Das ist das Einzige, wo er seine Mühe reingesteckt hat in die Surveillance-Cameras. Na super. Zeitung? To think this all started with my vision of a tornado. Oh Gott. Arcadia Bay Beacon, Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen.
Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht. Ja, wenn ich merkte, wäre ich auch ein bisschen sehr paranoid noch wegen so einer Wortfindung hier. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetterarchäa der Base jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Ökophänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt, die wir natürlich nicht umdrehen können, weil Max Spaghetti-Arme hat und eine Zeitung nicht halten kann. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Ja, aber come on. Also, als Vater war er echt nicht der Beste. Wir haben schon gesehen, wie er Chloe geschlagen hat. Also, Vietnam-Flashbacks an dieses Zimmer. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ach, ja dann. Schauen wir doch mal. Eine E-Mail. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Dachte, wir haben die Petition unterschrieben mit den Überwachungskameras. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihrer Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Okay. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Ich brauchte keine Überwachungskameras, um diese Aufführung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. At least he has one weird fan. Anonym. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind so viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren. Und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Meine erste Frage war gerade, ob das von Kate war, aber ich glaube wohl eher nicht, weil er hat sie natürlich zum Dach laufen sehen und nicht. Wish I had surveillance footage of that conversation. Von David Madsen an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Entschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell Academy und ohne mich würde er sich ausbreiten. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. Die Frage ist natürlich, bei all dem Bullshit, der in Blackwell Academy mit den Vortex-Partys und mit den Verschwinden von Schülern und Drogen und so passiert, hätten wir eigentlich jemanden wie David Madsen irgendwie als Schutzengel gebraucht, der halt extremere Erfahrungen durch Militär gemacht hat. Aber seine Angehensweisen waren halt ein bisschen zu extrem, so. Und er hat jetzt selber nicht wirklich viel in die Tat umgesetzt, so. Auch wenn er irgendwie heimlich hintenrum versucht hat, Daten zu sammeln, hat er sich nicht irgendwie in die Schusslinie gestellt, um die Schüler wirklich zu beschützen. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Oh Gott, das will ich jetzt auch wissen, aber ey, wir müssen erstmal ein Passwort suchen gehen. Warte, lass mich mal was versuchen. Das ist nur eine Zahl, die ich jetzt so im Kopf habe. Shit. War das nicht schon mal irgendwo die... Warte. Okay. Ich dachte, das... For once, I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Schmeiß den Rasenmäher drauf, los geht's. Nee, ich dachte, ich habe irgendwie die Zahl noch im Kopf gehört von dem Spiel. Vielleicht mit dem Brett irgendwie ist... Ist nicht hart genug. Hol dir eine Waffe aus dem Schrank und los geht's. Karte. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ja, okay, aber in der, das muss nicht heißen, dass er sie auch unterstützt, weil in einer Kleinstadt, wenn du nicht so viele Aufträge bekommst, nimmst du natürlich das, wo du Geld herkriegst. What the hell did David do for Nathan?
And what did his dad do for David? Okay, das ist aber verdächtig. Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Ich hoffe, er hat ihm keine Waffe zur Selbstverteidigung gegeben oder so. Aha, hier fehlen jetzt schon zwei Waffen. Oh Gott, das unterstreicht natürlich meine Theorie. Vielleicht irgendwie einen psychischen Rat, keine Ahnung. Das würde Nathan gut tun. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Dass er bewaffnet ist, das würde mich jetzt nicht so sehr jucken. Ich meine, wir können die Zeit zurückdrehen. Er ist sicher als Chef. Es ist okay, dass er bewaffnet ist, aber ich hoffe, er hat sie nicht Nathan gegeben oder dass irgendwer anders sich die geholt hat. Vielleicht ist ja Joyce bewaffnet. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. William's stuff. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Was ist das? There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Genau so sieht meine Handschrift auch aus. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut daran, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voneinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich. Vielleicht findet es Joyce ja noch. Das wird sie bestimmt noch sehen. Ich finde es aber auch schön, mal zu sehen, so einen kleinen Einblick in seine Gedanken zu kriegen mit dem Brief, den er hier geschrieben hat, weil man merkt, dass er... Es ist genauso wie mit Max, wie sie halt niemandem wirklich von ihren Kräften erzählen konnte eine lange Zeit. So kann, will er halt niemandem von seinen Investigations erzählen, weil er die Leute halt auch nicht in Gefahr bringen würde. Ich würde mich wundern, was passieren würde, wenn Max David von den Kräften erzählt. Wenn sie einfach mal in Ruhe sich hinhocken und reden, ohne dass man sich gegenseitig anschreit und streitet. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Aber nein, stattdessen nehmen wir ein Brecheisen und... Ja, komm. Will ja auch wissen, was da drin ist. Los geht's. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Können ja zurückspulen, dann sieht's aus, als wäre niemand da gewesen. There better be some good info. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Okay, das Bild haben wir aber schon gesehen. Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. Das ist ein Stundenplan. Ach so, das ist ja Chloes Auto mit dem Twin Peaks Kennzeichen. Als ob er die Koordinaten von Chloes Auto aufgeschrieben hat. Twin Peaks war Chloes Auto, ne? Alt, okay, das ist... Pff, Junge, das ist echt ein bisschen zu viel. Ja, erstmal ein Foto machen, anstatt eins zu schreiten, oder? Ich glaube, er ist am Ende ja noch hergerannt gekommen in der Szene, aber... Das ist halt auch die Sache, Beweise. Wenigstens. Vielleicht arbeitet er auch irgendwie als Maulwurf so mit den Prescotts zusammen, so dass er versucht, irgendwie Nathan dran zu kriegen wegen Sachen. Twilight Zone ist wahrscheinlich das Auto von Nathan. Ja, nice. Hey Max, jetzt hast du ein cooles Selfie für deine Facebook-Seite. So. Score. Nicht mehr? Back to Chloe now. Nicht mehr? Seriously? Dann machen wir mal wieder das Sicherheitsschloss davor. Die Daten behalten wir sowieso. Und die Brechstange haben wir auch noch. Die schleppen wir jetzt hoch in Chloes Zimmer. Los geht's. Na dann. Würde ich mal sagen. Was war hier? It's amazing how much drama this living room has seen. Oh Gott, ja, sowas von. Was ist hier noch für eine Notiz? Looks like David already booked a room. Bloch Hotel. Na dann. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy?
very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Und das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. This is definitely Kate's floor. Und bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge von Life is Strange, Episode 4, Dark Room. Ich glaube, so hieß die Folge.